Hallo zum E-Mobility Update. Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von Mennekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Heute ist Montag, der 27. Juni, und das sind unsere Themen. VW unterbricht ID.Buzz-Produktion, Webasto eröffnet Batteriemontage, Ford zeigt elektrischen Renntransporter, neue Tesla-Niederlassungen und Wasserstoffinfrastruktur an Flughäfen. Volkswagen Nutzfahrzeuge unterbricht die Fertigung des ID.Buzz in Hannover zunächst für eine Woche. Die Serienproduktion des elektrischen Vans hatte erst in diesem Monat begonnen. Der Grund für die Pause sind Qualitätsprobleme mit der Batterie. Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung schreibt, sollen einige Zellmodule nicht die gewünschte Leistung bringen. Die Folge sind Spannungsabfälle, welche die Reichweite des Fahrzeugs mindern und möglicherweise auch negativen Einfluss auf die Lebensdauer haben. Volkswagen bestätigte, dass die Mängel bei Qualitätskontrollen des Zulieferers festgestellt worden seien, nannte aber keine weiteren Details. Seit dem Produktionsstart wurden rund 500 Exemplare des ID.Buzz produziert, aber noch nicht an Kunden ausgeliefert. Der Lieferant der Batteriezellen arbeitet bereits an dem Problem, so VW. Wie ein Sprecher gegenüber Electric.net bestätigte, ist derzeit nur der ID.Buzz betroffen. Und das, obwohl auch andere MEB-Modelle der Baureihen ID.3, ID.4 und ID.5 mit der großen 77 Kilowattstunden Batterie ausgestattet werden. Es handelt sich um eine neue Batteriezelle eines anderen Lieferanten, die derzeit nur im ID.Buzz eingesetzt wird, sagte der Sprecher. Daher sei nur die Produktion in Hannover betroffen, nicht aber in anderen Standorten. Die neue Zelle solle später aber auch in anderen MEB-Modellen eingesetzt werden. Um welchen Hersteller es sich handelt, wollte Volkswagen auf Nachfrage nicht kommentieren. In diesem Jahr sollen in Hannover bis zu 15.000 Exemplare des ID.Buzz Pro und ID.Buzz Cargo hergestellt werden. Nach dem Hochlauf können künftig bis zu 130.000 Fahrzeuge pro Jahr in Hannover produziert werden. Der deutsche Automobilzulieferer Webasto hat im koreanischen Nanjing südlich von Seoul ein neues Werk für die Herstellung von Batterien für Elektroautos in Betrieb genommen. Hintergrund ist ein Auftrag von Hyundai Kia über die Lieferung von Batteriesystemen für mehrere Pkw-Volumenmodelle. Der neue Standort ist nach dem Vorbild der 2019 gestarteten Batterieproduktion im deutschen Schierling entstanden und hat eine Größe von 22.000 Quadratmetern. Dort können jährlich bis zu 110.000 Batteriemodule hergestellt werden. Bis 2025 ist ein Ausbau auf eine Kapazität von 160.000 Einheiten geplant. Die Fertigung in Nanjing ist bereits im April angelaufen. Nun folgte die offizielle Eröffnung. Die dort montierten Batteriepacks gibt es in zwei verschiedenen Varianten, nämlich in einer Long-Range-Version mit knapp 69 und in einer Basisversion mit knapp 51 Kilowattstunden. Offen ist, in welchen Modellen Hyundai Kia die Packs aus der Webasto-Fertigung verbauen wird. Dazu machte der Zulieferer keine Angaben. Vermutlich, weil er es nicht darf. Dafür hat Webasto nun den ersten Batterieauftrag eines deutschen Herstellers erhalten. Auch hier wurde leider kein Name genannt. Um diesen Auftrag bedienen zu können, wird nun ein zusätzliches Werk in Europa entstehen, so Webasto. Den genauen Standort nennt das Unternehmen aber noch nicht. Insgesamt haben allein die jüngsten beiden Batterieaufträge ein Volumen von mehr als 1 Milliarde Euro. Für Webasto bedeutet das eine Zäsur. Der Auftragseingang im Bereich E-Mobilität in den ersten 3 Monaten 2022 übertrifft damit erstmals den des etablierten Kerngeschäfts mit Dächern sowie Heiz- und Kühllösungen. Die Kraft der Sonne tanken. Mit der Wallbox Amtron Charge Control wird Ihre selbst erzeugte Solarenergie zum Treibstoff. Durch die intelligente Anbindung an Ihre Photovoltaikanlage können Sie Ihr Elektrofahrzeug kostenlos laden und völlig emissionsfrei fahren. Oder Sie entscheiden sich, mit Amtron Charge Control möglichst schnell zu laden und den Solarstrom mit Strom aus dem Netz zu ergänzen. Sie haben die Wahl. Über das intuitive Mennekes Webinterface haben Sie den Ladestatus im Blick und können den Ladevorgang überwachen. Wenn Sie einen Firmenwagen fahren, können Sie die zu Hause geladene Energie in wenigen Schritten mit Ihrem Arbeitgeber abrechnen. Das anspruchsvolle Amtron-Design hat eine integrierte Kabelaufhängung und bietet höchste Sicherheit durch einen Zugangsschutz per RFID-Karte.
Ford hat beim Goodwood Festival of Speed einen Elektrotransporter mit knapp 1500 kW Leistung vorgestellt. Der Demonstrator namens Ford Pro Electric Supervan verfügt über 4 Elektromotoren und beschleunigt in unter 2 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Das Showcar ist natürlich nicht für die Straße gedacht, auch wenn sich mancher Handwerker vermutlich darüber freuen würde. In erster Linie soll der Demonstrator bei Veranstaltungen wie dem Goodwood Festival of Speed im Süden Englands Aufmerksamkeit erzeugen. Das Fahrgestell entstammt im Kern der neuen Generation des Transit Custom. Die in dem Renntransporter verbaute Hochleistungsbatterie mit 50 Kilowattstunden Kapazität ist so ausgelegt, dass genügend Leistung für die 4 Elektromotoren abgegeben werden kann. Weitere Details zu dem flüssigkeitsgekühlten Akku und den E-Antrieben nennt Ford aber nicht. Bei der geheimen Entwicklung des Einzelstücks hat Ford Pro mit der Motorsporttruppe von Ford Performance zusammengearbeitet. Das Design der Karosserie, die wenig mit einem Serientransporter gemeinsam hat, stammt aus dem Ford Design Center in Köln. Der Aufbau des Fahrzeugs erfolgte in Österreich bei Start, einem Spezialisten für elektrifizierte Rallye- und Rennfahrzeuge. Der E-Antrieb selbst verfügt über 5 Fahrprogramme, die auf den Einsatz auf der Rennstrecke, dem Dragstrip, zum Driften und sogar auf Schotterstrecken ausgelegt sind. Auch einen Road-Modus haben die Entwickler programmiert, für den seltenen Fall, dass das extreme Showcar ganz normal von A nach B fährt. Tesla kommt mit seiner Expansion in Süddeutschland voran. Den im Februar als Pop-up-Store eröffneten Standort in Karlsruhe hat Tesla inzwischen zum vollwertigen Service-Center ausgebaut. Von Karlsruhe aus werden zur Unterstützung des Auslieferungsstandortes Mannheim künftig Kundenfahrzeuge primär für die südwestliche Region Badens ausgeliefert. Das Gelände verfügt über eine Gesamtfläche von 3.800 Quadratmetern, die Platz für einen Showroom, einen zweistöckigen Werkstatt sowie einen internen Anlieferungsbereich bieten. Auch in Freiburg-Gundelfingen war Tesla seit einiger Zeit mit einem Pop-up-Konzept vertriebsseitig präsent. Nun folgte auch hier die offizielle Eröffnung der Zweigstelle, wie der Autobauer mitteilt. Der Service- und Vertriebsstandort liegt an der alten Bundesstraße 3. Auf 1600 Quadratmetern gibt es einen Showroom und eine Werkstatt. Auslieferungen erfolgen dort allerdings nicht. Der Flugzeugbauer Airbus und das Industriegaseunternehmen Linde haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um an der Entwicklung von Wasserstoffinfrastruktur an Flughäfen zu arbeiten. Die Vereinbarung umfasst die Kooperation bei globalen Lieferketten für Wasserstoff von der Produktion bis zur Speicherung am Flughafen. Auch die Integration des Tankvorgangs in den Bodenabfertigungsbetrieb wird bedacht. Beide Unternehmen wollen ab Anfang 2023 Pilotprojekte an mehreren Flughäfen ins Leben rufen. Details zu der Betankungs- und Speicherungstechnologie werden wohl auch angesichts des frühen Stadiums der Kooperation noch keine genannt. So wird noch nicht einmal verraten, ob es sich um gasförmigen Wasserstoff unter Hochdruck oder um tiefgekühlten flüssigen Wasserstoff handeln wird. Beide Unternehmen denken aber bereits über den reinen Wasserstoff hinaus. Sie wollen das Potenzial von Power-to-Liquid-Kraftstoffen analysieren, also E-Fuels als Kerosinersatz oder Beimischung. Die Infrastruktur soll die Voraussetzungen für das erste Airbus-Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb schaffen, das bis 2035 erscheinen soll. Das war unser E-Mobility-Update. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Mennekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche.